Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Aquarium. Mein Name ist PetID und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich muss gestehen, ich habe offscreen die Zeit ein klein wenig weiterlaufen lassen, um das hier zu erreichen zum Beispiel. Rang 8 endlich. Weitere Fische zum Forschen. Da ist aber nur ein Hai darunter. Ach, egal. Den werden wir auch gleich erforschen als allererstes. Ein neuer Rachen. Ein neuer Rochen. Den haben wir ja schon. Den Kabeljau haben wir, glaube ich, auch schon. Der ist beim Hummer im Becken. Den haben wir noch nicht, den Blondrochen und den Fransenteppichhai, den brauchen wir. Gestreifter Seewolf, du bist wieder ein ganz ein böser Fieser, der nur Krebstiere frisst. Okay, du bist cool, du bist mir sympathisch. Doch als allererstes werden wir natürlich den Fransenteppichhai erforschen. Was hat sich noch offscreen getan? Ich habe endlich auch, oder genau wie ich das Spiel gestartet habe, kurz bevor ich Aufnahme gedrückt habe, habe ich den Popcorn-Automaten freigeschalten. Yay! Den werden wir jetzt auch gleich aufstellen, damit es hier ein bisschen größeres Futterangebot gibt für unsere Gäste, nicht für die Haie, für die Fische, sondern für unsere Gäste. Und ich werde mich jetzt da gleich bemühen, hier ein Belfast-Becken aufzubauen. Auf Warmwasserbasis, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. 44. Alter Schwede. Das wäre dann nämlich Haifisch Nummer 4, den wir brauchen. Haifisch Nummer 5 ist hoffentlich nicht da versteckt. Nein, okay. Wahrscheinlich kriegen wir den fünften Haifisch als Belohnung, wenn wir den vierten Haifisch aufgestellt haben. Oder platziert haben, sagen wir es so. Und hier werde ich dann wahrscheinlich noch ein Belfastbecken aufbauen mit Kaltwasser. Bei den Fischen hier weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich das machen soll, denn ja. So ein Riesenbecken für einen kleinen dummen Fisch. Und ich habe herausgefunden, diese Fische hier brauchen ein Becken von minus 162 Größe, also 162. Und das ist nur ein Belfastbecken, denn dieses runde U-Becken hier oder eckige U-Becken hat nur 128. Das heißt, die werden da drinnen gar nicht auswachsen, was natürlich wieder kontraproduktiv ist. Genau, wenn ich von ihnen rede, wachsen sie aus. Hahaha. Aber sie sind nur auf Größe 18 gewachsen. Die wachsen ja insgesamt auf Größe 27. Das heißt, sie werden in der Entwicklung jetzt ein bisschen stehen bleiben. Dementsprechend muss ich jetzt hier wirklich anfangen, das zweite Warmwasserbecken aufzubauen. Und das werden wir gleich machen. Deswegen drücke ich gleich mal Pause. Ich werde da mal alles um ein Stück nach rechts verschieben. So wie den wir mal neben die Türe stellen. Dich stellen wir hierher. Oder hierher, so, damit man von überall rankommt. Und jetzt heißt es Belfast-Becken bauen. So, wir nehmen natürlich die größte Größe, die wir größenmäßig unterbringen können. Sehr schön. Das gefällt mir aber nicht, dass da hinten dann so eng ist. Das heißt, ich werde dich noch um eines nach rechts verschieben. Es gefällt mir, wir brauchen. Okay, wir machen das so und wir werden den Mülleimer hierher platzieren und den Fressautomaten oder Trinkautomaten hierher. Dann drehen wir eine Wand um, stellen diese hier hin, die andere drehen wir auch um, stellen sie hierher und diese drei Stück können wir verkaufen. Das ist schon mal schön. Dann werden wir eine Bank hierher stellen und eine Bank gleich kaufen, damit wir das ja erledigt haben. Lehne, Rückenlehne an Rückenlehne, damit es richtig cool ausschaut. Okay, das werde ich dann nachher ändern. Eine stellen wir hier an die Wand. Kommst du doch hierher. Und du hierher. Na bitte. Den Mülleimer werden wir so platzieren, dass er in der Linie mit diesen Bänken und diesen Bänken steht. Und schon ist das Ganze richtig hübsch, würde ich fast sagen. Das bedeutet, ich kann diese Fische hier alle rausnehmen, alle hier reinhauen. Dasselbe machen wir auch mit den Pflanzen. Eine hier.
dass man die immer einzeln verpflanzen muss. Das ist etwas mühsam. So, das Futter werden wir auch gleich mitnehmen, weil das werden wir hier brauchen. Ich werde genauso diese Pumpe mitnehmen. Oder diese Anlage. Das war jetzt dumm, dass ich die so platziert habe. Ich stelle die jetzt einfach mal daher. Denn dich kann ich jetzt umdrehen und hier stellen. Dich drehe ich um und stelle dich hierher. Und dich... Nein, 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 nein. Na, wir machen das so. Ja. Ach, Steuerung ist nicht mein Freund. Voila, perfekt. So wollte ich das haben von Anfang an. Warum ging es nicht gleich? Podest. Stufen. Und schon kommen meine Mitarbeiter hin zum Reinigen, Füttern und Reparieren. Reinigen müssen es zum Glück eh nichts. Alter Schwede, stell dir vor, die müssen das auch noch reinigen. So, Werkzeugkasten. Da stellen wir jetzt nur einen hin. Gut, 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 gut. Dann habe ich gesagt, mache ich hier ein Kaltwasserbecken. Warum habe ich gesagt, ich mache hier raus ein Kaltwasserbecken? Habe ich überhaupt noch irgendwas, was kaltwassermäßig unterwegs ist? Ich glaube nicht. Du. Haha. Dich kann ich da auch gleich unterbringen. Was frisst denn du? Du frisst Größe 3 und dann 11. Du wirst erfrieren, weil das Wasser zu kalt ist. Jetzt habe ich das verkauft. Steuerung will heute echt nicht mit mir mitspielen. So, dann werden wir da jetzt wieder eine Pumpe herstellen, damit verbinden und hier eine zweite Heizung aufstellen. So. Bist du nun zufrieden? Ich möchte dich umdrehen. So. Dann könnte ich hier im schlimmsten Fall noch was herstellen, genauso wie ich es hier drüben gemacht habe. Hier war ich ja clever. Hier war ich jetzt einfach nur dumm. Gut, Kaltwasser, Kaltwasser, Kaltwasser. Haben wir irgendwas Kleines, Kaltwassermäßiges? Der Kabeljau? Nein. Du bist interessant. Du brauchst nichts Besonderes. Du wirst hier reinkommen, in dieses Becken. Du hast Futterzeugs dabei für diese Fische, die stelle ich gleich daher. Und hier werden wir dann früher oder später das Warmwasser Becken aufbauen. Dann stelle ich jetzt schon mal den Mülleimer da weg. Das Kaltwasserbecken. Blödsinn. Denn den Fransenteppich können wir dann hier reinwerfen. Zu den Stachelmakrelen. Die Fische der Größe 10 fressen. Wie groß bist du, wenn du Baby bist? Du bist Größe 11, wenn du Baby bist. Okay, das ist cool. Das passt alles. Ja. Dann werde ich jetzt auch gleich das Becken für das Kaltwasserabteil bauen. Es ist so deprimierend, dass da nur ein Fisch drin ist, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich habe nichts, was da reinpasst. Das, was ich auch machen könnte, ist, ich könnte hier dann auch eine grüne Muräne reinwerfen, denn die sind ja jetzt schon über 10. Du frisst, wenn du ausgewachsen bist, 11. Okay, ich muss den Haifisch zuerst reinwerfen, bevor ich die grüne Muräne reinwirf, weil die grüne Muräne frisst ausgewachsenen Haifisch, Fische der Größe 11. Der Haifisch ist Baby Größe 11 und ich glaube nicht, dass wir den Haifisch hervorstauben, bevor die Muräne ausgewachsen ist und bla bla bla. Viel zu viel Info auf einmal, ich weiß, aber ich muss mich leider damit beschäftigen. So, ich werde jetzt gleich einmal hier die Bänke positionieren. Eine hatten wir so, eine hatten wir hier, wenn ich mich nicht täusche. Okay, nein, neben. Eins weiter rüber. So. Hoppala, jetzt habe ich da einen Gast nach hinten verschoben. Das wollte ich natürlich nicht. Sorry. Das passt, das passt, das passt. Steht der Müller? Ja, genau, steht dort. Passt. Jetzt machen wir auch gleich hier das. Wir haben neben der Türe die Automaten, auf der anderen Seite die Infoständer und Müskübel. So, Infoständer hierher.
Mülleimer hierher. Du kommst hier. Und dich stelle ich jetzt einfach daher. Perfekt. Nein, ich will keinen Kaffeeautomaten. Ich will eine Bank. Danke. So, ich glaube, von den Bänken her ist das jetzt schon mal ausreichend fürs Belfast-Becken. Schaut auf jeden Fall gut aus. Das heißt, ich kann das Becken eigentlich auch gleich bauen. Auch wenn die Leute dann wieder ranzen, oh, es ist leer, warum ist das leer? Es ist so fad und... Warum gehst du dich nicht aus? Ah, gehst du hier aus, okay. Moment. Moment. Wieden, Boden, Wasten. Ich habe hier vier... Ah, okay. Vier Abstand. Ich tapp. Perfekt. Gut, gut, gut. Dann werde ich jetzt gleich mal das Podest und alles andere bauen, was wir noch brauchen. Sehr schön. Dann brauchen wir natürlich wieder eine große Filteranlage. Stellen wir hierher. Dann kommt ein großer Kühler hierher. Ich hätte zuerst die Pumpe aufstellen sollen. Die kommt nämlich hierher. Und jetzt kommt noch ein Kühler hierher. Sehr schön. Einstweilen, damit es da nicht so leer ist, werde ich den Haifisch hier reinschmeißen. Wollte ich schon sagen, reinsetzen. Und ich habe eine Wahnsinnsidee. Ich werde das jetzt doch zum Warmwasserbecken machen. Ausrüstung. Und setze hier einfach die grüne Moräne rein. Was bist denn du? Das Größe 10. Dich könnte ich auch reinhauen. Zackenbarsch. Abneigung gegen Artgenossen. Das heißt, da kommt nur einer rein. Größe 9. Du bist Größe 8. Aber erst wenn der ausgewachsen ist, frisst er Größe. Ja, genau. Das heißt, wir haben einen von diesen hier hinein. Sowie eine grüne Moräne. Frisst möglicherweise Fisch im Becken. Also das schaue ich mir jetzt aber an, meine Lieber. So, Dekoration. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Verstecken. Stellen wir den Stein auf, der sollte reichen. Reichst du? Nein. Dann gibt es noch einen Ast. Voilà. So, die brauchen das... was braucht sie hier? Wir brauchen einmal Heringe. Und einmal Sardellen. Werkzeug. Wir hätten gerne einmal Heringe. Und einmal... Wo sind die Sardellen? Hier sind die Sardellen. Perfekt. Schon schaut das Ganze ein bisschen besser aus. Ich hätte hier noch gerne ein bisschen Dekoration hinein. Wie cool ist denn das? Ja, von dem ein bisschen was da. Zack, zack. Hineinhauen. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt jeden Fisch untergebracht, den ich aktuell besitze. Oder haben kann, kaufen kann, wie auch immer. Ja. Sensationell. Dann können wir es jetzt wieder weiterlaufen lassen. In der Hoffnung, dass jetzt alles passt, dass alle zufrieden sind, alle happy sind, alle glücklich sind. Hier ist nur ein Fisch drinnen, was für ein Blödsinn. Aber es lässt sich leider nicht ändern. Denn das ist wahrscheinlich der dümmste Fisch im ganzen Spiel. Ist ein Fiesling, hat Abneigung gegen Artverwandte und hat eine eine Größe, wenn es darum geht, dass man ihn irgendwie mit anderen unterbringt. Ich könnte ihn dann da reinwerfen, glaube ich, oder? Frisst hier Größe 10? Ja, natürlich frisst hier Größe 10, deswegen kann ich ihn da nicht reinwerfen.
Du frisst auch Fische der Größe 10, oder? Naja, Abneigung gegen Artverwandte, du frisst gar keine Fische. Du bist ein Kaiserfisch. Du bist ein Kaiserfisch. Achso, ich habe denselben hier ja auch schon drinnen. Hilfe. So, ich hoffe jetzt nur, dass ich bald den Fransenteppich herbekomme. Deshalb werde ich jetzt wieder ein bisschen vorspulen. In der Hoffnung, dass da jetzt was weitergeht. Mir gefällt das nicht, dass da nur ein Platz ist. Ich glaube, ich werde das jetzt auch noch ein bisschen umbauen. Aber da muss ich hier wieder auch anpassen und die Toiletten und hin und her. Und es ist so schwer. So, wir haben Post. Und zwar ist der Thomas zum Aufleveln. Der kriegt jetzt Reparieren, Stufe 2. Und wir haben den Fransenteppich. Hi, so heißt er. Ja, sehr schön. Als nächstes nehmen wir den gestreiften Seewolf. Und drücken mal Pause. Damit ich jetzt da diesen coolen Haifisch platzieren kann. Zu wenig Unterschlupf. Das macht nichts. Ich habe eine Schildkröte freigeschaltet. Warum kriege ich eine Schildkröte? Ich will keine Schildkröte. Ich will den letzten Haifisch. Dekorationen. Wie viel bringst du? 8. Dann kriegst du einen großen Stein. Du bist ein cooler Haifisch. Irgendwas fehlt da. Futterzusatz und das Grüne. Was ist denn das Grüne? Das da. Krabben und Futterzusatz. Voilà. Und warum habe ich hier ein Headset hingestellt und nicht ein Werkzeug? So. Das werde ich hier drüben auch gleich machen. Hier muss ich auch noch ein Werkzeug herstellen. Perfekt. So, und jetzt schauen wir uns da mal diese Schildkröte an. Ich meine, Schildkröten sind ja echt cool. Warum nicht? Du brauchst nur 60, du brauchst viel Grünzeug, du brauchst 240, wenn du ausgewachsen bist. Was? Das ist doch größer als jedes Belfastbecken, was ich habe, oder? Belfastbecken, Belfastbecken geht auf Größe 225. Das geht auf 260. Ich habe noch gar keine Technologie, also Technologie, ich habe noch gar kein Becken, wo ich die Schildkröte unterbringen kann. Was soll denn der Blödsinn? Ah! Okay. Wir haben den letzten Fisch. Da ist er. Wir haben gehört, dass sie einen weiß gefleckten Glatthai-Interesse haben. Ja, bla bla bla. Wir können uns vorstellen. Der weiß gefleckte Glatthai benötigt ein großes, rundes Becken und die Gesellschaft kleiner Fische. Erreichen Sie ein. Okay. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ja, natürlich. So. Quest. Ausreichend Höhe. Was bedeutet ausreichend Höhe? Also ausreichende Kälte. Haha, Schurke. Ah, warum? Ah, okay, ich verstehe. Der zählt wahrscheinlich eben, weil das... der zählt hier drüben die 5 verschiedenen Fische, zählt aber somit nicht die Kälte von hier. Das heißt, wir haben hier drinnen... ich brauche mehr Fische. Du frisst Krebstiere, oder? Ja, ich hab's gewusst. Krebstiere der Größe 14. Gut, wo ist mein Hummer? Hier ist mein Hummer. Wie groß bist denn du jetzt, lieber Hummer? Du bist jetzt Größe 16. Passt. Ich schnapp mir dich. Nein, ich verkaufe ihn. Falsch gedrückt. Hab's verdient. Gut, ich werde da jetzt einen
Hummer kaufen und hier reinsetzen. Wenn der ausgewachsen ist, werde ich den da reinwerfen. Oder hier. Ich werde auf jeden Fall von hier nicht blau drücken, sondern Y. Genau. Was wäre Mangel der felsiger Lebensraum? Okay, du bist doof. Du kommst wieder weg. Du kommst hier ran. Gut, wenn der Hummergröße XY hat, dass er nicht gefressen wird. Wenn er ausgewachsen ist, kommt er hier rein zu diesem Haifisch. Dann brauche ich noch drei andere Kaltwasserfische. Darunter wird dann sein der Kabeljau, der Blondrochen. Beziehungsweise wir forschen jetzt eh den gestreiften Seewolf, genau. Das heißt, ich kann dann den Seewolf, den Blondrochen plus Hummer und diesem Hai sind wir bei 5. Und somit haben wir dann auch gleich ausreichend Kälte, oder? Was brauchst denn du? So, das steht da nicht, ich muss auf Nachrichten. Ausreichende Kälte, das ist halt einfach ein bisschen mühsam. Okay, aber ich kenne mich aus. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und das wird sich in dieser Folge sicher nicht mehr ausgehen. Dementsprechend werde ich mich jetzt gleich von euch wieder verabschieden, auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen kürzer ist. Macht nichts, dafür ist die nächste Folge hoffentlich die letzte in diesem Level. Wird schon Zeit, dauert schon viel zu lang, ich weiß. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.